Armin Rohde, willkommen in Saarbrücken. Dankeschön. Danke. Ich war gerade ganz überrascht. Bist das du auf dem Plakat? Hier vorne? Ja. Also so sehe ich aus nach 3,5 Stunden Maske. Du bist einer der bekanntesten Schauspieler Deutschlands, kann man so sagen, oder? Das beurteile ich selber nicht. Das beurteilt das Publikum, das beurteilt die Presse. Darüber mache ich mir keine Gedanken. Okay, du bist aber zumindest bekannt genug, dass man dich im Supermarkt von der Seite anquatscht. Du hast mal in dem Interview gesagt, dass es dich total nervt. Ja, manchmal sogar von hinten. Wenn dich andauernd Leute anquatschen, wenn du gerade Nudeln kaufen willst und mit dir über Gott und die Welt philosophieren wollen. Nee, das nervt nicht, das ist eher irritierend. Wenn man da so steht vorm Nudelregal, das sind so 17 Sorten Spaghetti. Und man versucht sich zu erinnern, ob die Hartweizengrieß mit oder ohne Ei angeblich die besten sind. Und in dem Moment wird man dann als bekannter Mensch angesprochen, während man selber gerade einfach nur ratlos und verwirrt vor diesen Nudeln steht. Dann ist das einfach irritierend. Dann kommt man sich vor wie John Wayne ohne Pferd. Was sagst du den Leuten, wenn die dich anquatschen? Dass ich mich gleich um sie kümmere, sobald ich meine Nudeln gefunden habe. Hast du schon mal eine Ravioli-Dose signiert? Eine Ravioli-Dose? Nee. Hast du eine dabei? Sowas Ähnliches, aber dazu kommen wir gleich. Wenn du sowas fragst, müsstest du jetzt eigentlich eine dabei haben. Ich habe tatsächlich sowas Ähnliches dabei und das war nicht abgesprochen. Eine original saarländische Flasche Maggi. Die wollte ich eigentlich dir schenken, aber wenn du mir die signieren würdest, das wäre natürlich super. Ich wollte immer schon mal eine saarländische Maggi-Dose haben. Da schreibe ich sofort drauf. Mein Name, gell? Willst du mal? Dann. Was waren so das Abwegigste außerhalb dieser Flasche, was du je signieren musstest? Abwegig weiß ich nicht, aber ich habe von Bauchnabeln, Unterarmen und Popos schon alles signiert. Was signierst du lieber, Popo oder Bauchnabel? Das kommt drauf an, wie glatt jeweils, also und wie gut der Stift ist. Du hast uns jetzt eine signiert, wir würden dir gerne auch noch eine mit auf den Weg geben, aber nur, wenn du es schaffst, in sehr kurzer Zeit sehr viele verschiedene Gesichter zu machen. Ich würde dir ein paar Situationen vorgeben und würde dich bitten, so zu gucken, wie du in so einer Situation guckst. Du hast 10 Sekunden Zeit, also wie guckst du, wenn deine Freunde deinen Geburtstag vergessen? Dein Handy-Akku ist leer. Twitter ist kaputt. Jemand quatscht dich beim Nudelkaufen an. Du kommst ins Saarland. Es sind minus 30 Grad draußen und du kommst morgens aus dem Haus. Es ist morgens um 5 und du stehst auf und kommst ins Bad. Du gewinnst eine saarländische Flasche Maggi. Bitteschön. Dankeschön.